Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Ghost Trick Phantom Detective. Ich spiele eigentlich direkt weiter, beziehungsweise wir haben heute nicht mehr den 1. Mai, aber das ist egal, ich spiele trotzdem weiter. Denn das ist jetzt schon die dritte Ghost Trick Folge in Reihe. Und eigentlich hätte ich auch Besseres zu tun, und zwar für die Uni was zu machen, aber ich habe gerade keine Lust, das mache ich später. Das kann ich machen, wenn das Video hier rendert, denn das dauert so 2,5 bis 3 Stunden, weil es eben 2 Videodateien sind, die bearbeitet werden müssen in dem tollen Video hier. Aber egal, wir spielen einfach mal. Und zwar fortsetzen. Genau, was ich aber sagen wollte, das dritte Mal Ghost Trick jetzt, weil momentan habe ich halt eher Lust auf so ruhigere Spiele, wo ich nicht so viel machen muss. Weil ich halt bei Ghost Trick kann ich hier einfach sitzen und muss ein bisschen was auf dem Bildschirm umher bewegen und das ist ganz entspannend. Also ich muss nicht wie bei Shantae mich um Gegner kümmern, die nicht ausweichen muss, wo ich dann versage und all sowas. Deswegen spiele ich momentan Ghost Trick lieber, aber keine Sorge, Shantae kommt auch bald, weil das dürfte jetzt auch nicht mehr so lange dauern. Und der Einzige, der sich darüber beschweren wird, dass Shantae nicht kommt, ist wahrscheinlich sowieso wieder der Mr. Jack Smith. Und der kann das ab, ja. Na gut, wir machen weiter. Kapitel 3, 8.04 Uhr, also wir haben schon nach 20 Uhr mittlerweile. Die erste Stunde ist rum, aber wir haben noch eine ganze Nacht vor uns. Und schon wieder ist Lynn in Gefahr, und das weiß sie auch. Ich bezweifle stark, dass sie heute Nacht noch in ihre Wohnung zurückkehren wird. Wir beide sind irgendwie miteinander verbunden. Sie ist meine einzige Spur. Ich darf sie nicht verlieren. Und deshalb muss ich zu ihr. Schnell. So, wir sind also immer noch hier in Lynns und Camillas Wohnung. Und den einzigen, mit dem wir noch reden können, ist halt hier eben Rakete, der kleine Zwergspitz. Ich guck gerade, ob wir noch irgendwas hier haben, aber Moment, da war doch gerade eine Gedankenblase. Wo ist die Gedankenblase hin? Wo ist die Gedankenblase hin? Ich möchte eigentlich gerne wissen, was du gedacht hast, Sissel. Oder Sissel? Sissel? Egal, ich spreche ihn einfach Sissel aus. So habe ich ihn in meinen Gedanken auch immer genannt. Deswegen mache ich das jetzt einfach. Joa. Ich würde mal sagen. Oh, da ist es ja endlich wieder. Wunderbar. Ich kann nicht für immer hier rumhängen. Wie komme ich aus dieser misslichen Lage? Alles ausprobieren, bis etwas klappt? Ja, das mache ich in Point-and-Click-Adventures eigentlich immer so. Dann wollen wir mal schauen. Wir sind also hier. Das Telefon ist ja tot. Das können wir nicht benutzen. Fernbedienung? Moment, vielleicht wenn wir den Fernseher einschalten, müsste Missile wieder anfangen zu bellen, also Rakete müsste anfangen zu bellen. Und vielleicht reißt diese Nachbarin ja wirklich die Wand ein. Ich probier's einfach mal. Wuff, wuff. Ja, das machst du sehr schön. So. Ich reiße diese Wand ein! Sehr unsympathische Persönlichkeit. Oh, da ist das Telefon. Wie komme ich rüber in ihre Wohnung? Wenn du weiter so einen Lärm machst, lasse ich das ganze Haus auf dich einstürzen. Ja, tatsächlich eine sehr unfreundliche Persönlichkeit. Ich will hier weg. Hast du das gerade auch gehört? Meinst du das wütende Gejaule der Nachbarin? Nein, nicht das. Es war das Klingeln eines Telefons. Es kam aus der Nachbarwohnung. Oh, ich verstehe. Du willst dir ihr Telefon borgen, oder? Aber wie willst du das anstellen, ohne die Wand einzureißen? Nun, die Nachbarin bietet uns ja das ja die ganze Zeit an. Ja, aber vor allem hofft sie, mich darunter zerquetschen zu können. Ach, wird nicht so schlimm sein, dann können wir dich ja wieder beleben. Dann können wir dich ja wieder beleben. Mein Gott, ich habe seit dem letzten Video immer noch nicht gelernt, wie man richtig redet. Ich brauche jetzt mehr Lärm, nicht weniger. Ich glaube nicht, dass ich das jetzt ausschalten sollte. Ich will sehen, ob die Frau wirklich ihr Wort hält. Oh, was wird nur aus mir, wenn sie mich zu einem Zwergspitzpfannkuchen zerquetscht? Gibt es denn nichts, womit ich diesen Hund noch ein wenig aufstacheln kann? Wie wäre es denn mit dem Weihnachtsstern? Das wäre doch noch eine Möglichkeit, oder? Immerhin macht er ja auch Musik. Probieren wir es mal einfach aus, es kann nicht schaden. Boah. Okay, irgendwie kann man die Dame ja auch nachverstehen, so, laute Nachbarn sind schon ein Gräuel. Ich reiß dir das Wand ein. Boah, das Bild. Was hat sie... Hat sie... Was? Wie hat sie bitte...
Rakete jetzt so weggeschleudert. Was hat die für eine Kraft, die Frau? Ich hab's dir doch gesagt, oder? Ich habe gesagt, ich würde dich unter der Wand begraben. Pling! Ja, sehr sympathische Frau. Sehr sympathische Frau. Nicht. So fühlt es sich also an, wenn man von einer Wand niedergeschlagen wird, hm? Ehrlich gesagt hat sie dich eher durch die Wand niedergeschlagen. Manchmal wünschte ich, ich könnte das auch. Ich bin doch noch am Leben, oder? Ja, aber der Fernseher ist, glaube ich, kaputt. Du schon, aber der Fernseher und der Weihnachtsstern nicht. Oh, die arme Lynn. Die Kopfhörer sind kaputt, das Telefon ist kaputt, jetzt der Fernseher und der Weihnachtsstern. Die Lampe, die da umgekippt ist, ist wahrscheinlich auch nicht mehr ganz. Das Bild höchstwahrscheinlich hat auch einen Sprung bekommen. Oh Gott, die ganze Wohnung wird in Aschutt und Asche zerlegt. Ich bille nie wieder, nicht solange ich am Leben bin. Warte mal. Es scheint, dass der Aufruhr nicht ganz umsonst war. Aha. Ah, sie die Flasche stehen lassen. Durch dein Bellen hat sie einen Weg für mich geschaffen. Hat sie das? Aber die Wand steht doch immer noch. Es gibt Wege, die nur die Toten sehen können. Ach, solche Wege. Ich frage mich gerade, ob ich überhaupt die richtige Stimme von dem Hund habe, die ich im letzten Video auch benutzt habe. Irgendwie habe ich mir die nicht so richtig gemerkt. Also, falls es ein bisschen anders klingt, dann, Pech gehabt. So. Ja, wunderbar. Yay, wir sind drüben. Tschüss, Rakete. Ach, du weißt doch, was gerade passiert, als du gebellt hast, oder? Hast du nicht noch gesagt, du wolltest nicht mehr bellen? Also, gehst du jetzt? Ich denke schon. Wirst du Fräulein Carmina und Fräulein Lynn retten? Punkt, Punkt, Punkt. Zunächst muss ich mein eigenes Rätsel lösen. Das ist mir am wichtigsten. Aber du wirst sie retten, oder? Wenn mir das weiterhilft, dann schon. Ich habe keine Kräfte der Toten. Ich bin ja nicht mal tot. Aber ich werde Fräulein Carmina irgendwie helfen. Wir finden schon einen Weg, oder, Rakete? Genau! Okay, ich gehe dann. Das ist schon unser zweiter Abschied. Scheint so. Ich heiße Sissel. Wenn wir uns wiedersehen, kannst du mich so nennen. Sissel, hm? Verstanden. Weißt du was, Sissel? Ich werde mir meinen eigenen Weg bahnen, wie du es gesagt hast. Dann mal viel Glück. Ich glaube, das wird dir nicht helfen, wenn du ganz oft gegen die Tür springst. Du wirst dir höchstens eine Gehirnerschütterung zuziehen. Dummer, dummer Hund. Aber nun gut, mach du das mal, wenn du Spaß daran hast. Ich werde derweil mal mich hier umgucken. Heute ist die heiligste aller Nächte, mein Stichtag. Ich brauche nur ein wenig Inspiration, um von meinen Musen Wein und Käse auf die Flegel von nebenan. Pling! Meine Informationen wurden hinzugefügt. Ja! Oh, da ist aber einer krank. Fast so krank wie ich. Okay, eigentlich nein, ich bin ja nicht mehr richtig krank. Ich habe nur noch einen kratzigen Hals und muss husten. Das ist nervig, aber das ist egal. Solange ich keinen Schnupfen habe. Schnupfen ist das Allerschlimmste, dann denke ich, ich würde sterben. Aber so ein bisschen Fieber ist eigentlich ganz in Ordnung. Also, was heißt ganz in Ordnung? Das kann man verkraften. Da ist man halt mal einen Tag ans Bett gebunden und dann geht's auch wieder. Also, oder, naja, 2-3 Tage oder so. Das ist in Ordnung. Aber so ein Schnupfen, der dann wirklich so 3 Wochen anhält. Oh, nee. Ja, Probleme, die ich habe. Nee. Geht es dir gut, mein kleiner Engel? Warst du ein braves Mädchen und hast deine Medizin genommen? Aha. Ich dachte eigentlich, dieses Kapitel kommt erst später. Also diese Örtlichkeit, wo ich jetzt bin. Aber nun gut, dann haben wir es hinter uns. Ich finde, das ist auch noch relativ unspektakulär. Ja, fast schon langweilig eigentlich. Aber das ist in Spielen ja meistens so, dass die ersten paar Level-Kapitel noch unspektakulär sind, um halt einen daran zu gewöhnen, wie das Spiel funktioniert. Also, da kommen noch ziemlich geniale Sachen auf uns zu. Und da bin ich nun in einem hochgradig seltsamen Zimmer. Wir waren, glaube ich, schon mal in einem ziemlich hochgradig seltsamen Zimmer, oder? So mit Gemälden und einem Projektor und Weintrauben. Kannst du dich daran erinnern? Warum ist die Luft denn hier so dick? So, wo ist jetzt der kleine Schatz, nach dem ich suche? Da steht er, das Telefon. Da ist es, das Telefon.
Mal sehen, ob ich es mir ausleihen kann. So, und wenn das schon so klingt, dann kommen wir garantiert nicht ohne Probleme dahin. Lins Leben ist in Gefahr. Ich muss das Telefon benutzen, und zwar schnell. Ich kann die Frau schlecht dazu verleiten, es mir zu bringen. Ich muss wohl selbst einen Weg dorthin finden. Ja, gucken wir uns erstmal, was wir für Kerne haben. Okay, das führt nicht wirklich weit. Wir haben die Flasche, ein Wörterbuch. Bringt das irgendwas? Das ist zu schwer, das kann ich nicht manipulieren. Vielleicht ist diese Frau ja so stark, weil sie mit dem Hündchen trainiert. Sie trainiert mit dem Hündchen, ja. Ja, mit einer Waffe als einem Buch. Na gut, dann haben wir hier... ist nicht lang genug. Mühle. Kann man drehen und da komme ich auch nicht dran. Okay. Mach ich das? Da oben ist sitzt eine Ratte drauf, ne? So ein Mäuschen. Boah, wie tippt die denn? Das würde ich auch gehen können, so mit einer Hand. Oh, Premierminister, nicht doch. Ich bin eine verheiratete Frau. Und ich ein verheirateter Mann. Aber wir können es nicht... Wir können es nicht länger leugnen. Ich würde alles für sie abdizieren. Selbst wenn es meine vollständige Ruinierung bedeuten sollte. Ruinierung, ist das überhaupt ein Wort? Und abdizieren scheint mir auch komisch zu sein. Das wird mir keine Ruhe lassen, bis ich es ganz sicher weiß. Pling. Ah, so eine Schreibmaschine hat auch was Schönes. Dein Wörterbuch ist da unten. Da unten. Unter dem Regal. Mal sehen, ich habe es doch hier irgendwo hingelegt. Wohin kann es verschwunden sein? Da, guck doch mal. Wenn ich was nicht finde, dann gucke ich erstmal unter meinen Möbel. Weil dann liegt es da meistens auch. Oder unter anderen Sachen. Ja. Ich habe ein Bubble-Sort-System in meinem Zimmer. Nein, ich darf nicht. Ich darf nicht wagen, an die Liebe zu glauben, Herr Premierminister. Aber warum glauben Sie mir nicht? Meine Liebe für Sie ist echt. Das schwöre ich. Aber eigentlich möchte ich nur mit Ihnen ins Bett, denn ich bin nur an Ihrem Körper interessiert. Aber das wissen Sie ja nicht, weil ich es nicht sage. Und mein Sprecher ist mir gerade so dazu dichtet. Und sie ist so stark, dass sie mich ganz überwältigt. Oh ja, das ganze Blut, es läuft vom Gehirn weiter unten hin und es überwältigt mich. Punkt, Punkt, Punkt. Also, eines habe ich mich schon immer gefragt. Wenn man überwältigt sein kann, kann man dann auch einfach überwältigt sein? Das wird mir keine Ruhe lassen, bis ich es ganz sicher weiß. Über sowas mache ich mir keine Gedanken, wenn ich was schreibe. Naja. Wie auch immer, Künstler. Ich lasse mal die Maus da runter, vielleicht bringt das ja was. Und damit sie sich auch ganz sicher sieht, hau ich der Maus mal mit dem Trinkvogel eins auf die Rübe. Plopp. Na, die sieht sie immer noch nicht, oder? Dann müssen wir sie noch mit der Windmühle aufscheuchen. Aha! Und so einfach kann man ihr zeigen, wo das Wörterbuch ist. Aber sie kümmert sich jetzt gar nicht mehr um die Maus. Das ist irgendwie... Naja. Mit ihrem Weinglas. Ja? Komisch. Ich habe schon verpasst, was ich hätte tun müssen. Ich hätte wahrscheinlich vorher in das Wörterbuch reingehen müssen, damit sie mich dann anhebt. Ich weiß, dass ich das Wörterbuch in das Regal gestellt habe. Es scheint fast, als würde ein frecher kleiner Engel mit mir Streiche spielen. Nein! Oh. Vielleicht mein kleiner Engel? Komme ich da rein? Ja. Oh, wunderbar. Gott sei Dank. Ich wollte glücklicherweise und Gott sei Dank in einem sagen. Mama. Und dann kam halt Glück sei Dank. So. Was können wir machen? Lampe, Knopf drehen. Was bringt mir das? Ich kann die Lampe ausmachen. Vielleicht bringt mir das gleich noch irgendwas. Wenn sie im Schreiben ist oder so. Was ist, mein kleiner Engel? Au, mein Kopf tut weh, Mama. Mein armer Schatz. Kein Wunder bei 40 Grad Fieber. Auf eine fiebrige Nacht, die noch heißer als die Liebe des Premierministers ist. Pling. Sehr unsympathische Frau. Ich nutze die Zeit eigentlich zum Unterricht.
kann ich ihn nicht heute Abend ausfallen lassen? Ja, das wäre wahrscheinlich am besten. Aber warte mal. Du bist doch sicher froh, dass du eine Ausrede hast, um nicht hingehen zu müssen, oder? Eigentlich nicht. Wenn ich nicht hingehen will, tue ich einfach so, als ob ich da gewesen wäre. Und das sagst du ja auch noch. Nicht intelligent. Dann spiele ich mit Camilla von nebenan oder so. Ein Hoch auf die erbarmungslose Ehrlichkeit meines kleinen Engels. Und sie findet das auch noch gut. Na gut, möchte ich das mal nicht weiter in Frage stellen. Hey, Papa hat heute Geburtstag. Ach ja? Feiern wir nicht zusammen? Lass uns nicht über deinen Vater reden, Liebes. Jetzt muss Mama zurück an die Arbeit. Schließlich ist heute Stichtag. Mama, warte. Ich muss dir etwas sagen. Haltet mich aus allem raus, ja? Wovon sprichst du? Ich weiß schon, was los ist. Du schreibst Romane und Papa will, dass du damit aufhörst. Aber es war ganz schön selbstsüchtig von dir, das Haus zu verlassen und mich mitzunehmen. Ich will nach Hause. Jetzt müssen kleine Mädchen aber ins Bett. Vor allem kranke Mädchen. Oh. Ich hasse dich, Mama! Neue Informationen wurden hinzugefügt, die ich aber wieder nicht lesen werde. Haha. Die beiden sind schon ein komisches Paar. Der Vater muss ganz schön stark sein, um es mit den beiden aufzunehmen. Oh ja, das glaube ich aber sehr gerne. Die Familienverhältnisse scheinen ziemlich kompliziert zu sein. Ob ich wohl eine Familie hatte? Wenn ich in das Weinglas könnte, dann wäre das ja alles kein Problem. Dann hätte ich wäre jetzt schon längst drüben, aber... ist immer noch zu kurz. Dann gucken wir mal, was passiert. Irgendwas wird sich schon tun. Oh je, die Lampe ist aus. Hat sie sich gerade an ihrem Hintern das Streichholz angemacht? Okay. Guckt euch an, wie die tippt. Tok, 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 tok. Nein, so eine Präzision habe ich nicht. Vor allem dieser Stil, das ist ja... Boah. Meine Geliebte. Nie hätte ich geahnt, dass Sie eine Spionin sind. Was haben Sie mit mir vor, Herr Premierminister? Ich nehme Sie fest und sorge dafür, dass Sie angemessen bestraft werden. So. Da steht also jemand auf BDSM, ha? Ihre Strafe... lebenslange Haft in meiner Liebeszelle und Schläge mit meiner Peitsche der Leidenschaft. Ich hab's gewusst. Sie machen also gerade ein Rollenspiel. Oh, Herr Premierminister. Oh, meine Geliebte. Ich glaube, nach diesem Video verliere ich die Hälfte meiner Zuschauer. Im Land des Premierministers würde ich aber nicht gerne leben. Das sagst du jetzt. Kann ich jetzt damit irgendwas machen? Sie hat das Wörterpapier hergelegt, um etwas nachzuschlagen. Nichtsdestoweniger liegt es herum. Vielleicht hat sie vergessen, was sie suchte. Oder sie hat vergessen, dass sie überhaupt etwas nachschlagen wollte. Oh, ist nichtsdestoweniger ein richtiges Wort? Oh nein, jetzt fängst du auch schon damit an. Ja, irgendwie bleibt uns nichts anderes übrig, also versuche ich nochmal die Lampe auszumachen. Huch, was ist los? Oh, ich habe mich vertippt. Oh, was ist das denn? Ein Papierknoll. Da gehen wir direkt mal rein. Aha, so. Das heißt... Moment. So hoch und jetzt da rein. Wunderbar, so können wir uns einen Pfad schaffen und ins Telefon. Oh, wer ist dran? Klingelingeling. Ich möchte wissen, wer da dran ist. Hallo, bist du das? Wie oft soll ich es dir noch sagen? Heute ist die heiligste aller Nächte, mein Stichtag. Bitte, ich flehe dich an. Komm doch wieder nach Hause. Erst wenn du deine Meinung änderst. Versetze dich doch mal in meine Lage. Schreib deinen Roman doch zu Hause. Solange du mal deine Meinung nicht änderst, bleibe ich und deine Tochter hier. Sogar, wenn es für immer ist. Oh Mann.
Ich weiß nicht, ob ich den Kerl jetzt als Weichei bezeichnen soll oder ob ich Mitleid mit ihm haben soll. Ich glaube, ich habe eher Mitleid mit ihm. Nee, ein wirkliches Weichei ist er ja nicht. Er verhält sich nur irgendwie... Dann lass mich wenigstens mit Amelie sprechen. Nee, Weichei ist der falsche Begriff. Ich glaube, er resigniert einfach nur bei dieser Frau. Ja. Und er sieht auch ziemlich offiziell aus. So, mit den Schulterpolstern und so. Du kannst nicht mit ihr sprechen. Sie hat Fieber. Ich lasse nicht zu, dass du ihr Albträume machst. Boah, das ist aber echt gemein. Ich will mit Papa reden. Ich ertrage deine Stimme nicht länger. Bitte, warte doch. Ruf bloß nicht mehr an. Ich werde nicht rangehen. Ich weigere mich ranzugehen. Nachverfolgt. Wunderbar. Das heißt, wir können jetzt zum Büro des besagten Gentleman. Glaube ich zumindest, dass es das heißt. Endlich habe ich die Telefonleitung, die ich brauche. Der Mann dieser Frau hat mich neugierig gemacht, aber ich sollte erst meine einzige Spur finden. Der Mörder der Lynn-Jagd ist sicher gerade auf dem Weg zum Schrottplatz. Ich sollte mich beeilen. Ah, okay, dann ist das doch noch nicht die Szene, die ich eigentlich dachte. Also hier werden wir auf jeden Fall nochmal wiederkommen. Ich habe da oben gerade was gesehen. Ah, ein Funke. Hier oben. Das ist ein Funke, die Leitung ist ein bisschen kaputt. Aber, was ich auch meinte, wir kommen hier später noch einmal wieder in diesen roten Salon der Lady, wie er auch im Telefonbuch hieß. Und zum kleinen Mädchen, das hier krank im Bett liegt mit 40 Grad Fieber. Mein Beileid, echt. Aber, nein, da wollen wir noch gar nicht hin. Wir wollen zum Schrottplatz, ne? Ja, genau, wir wollen dahin, wo Lynn war. Also, auf geht's. Wir hätten da wahrscheinlich auch eh nichts mehr machen können jetzt. Ich frage mich, was passiert wäre, wäre ich zu dem Kerl gegangen. Aber egal. Es ist nicht viel Zeit vergangen, seit ich zuletzt hier war. Aber die Situation hat sich verändert. Es sind ein paar mehr Leute da. Offenbar untersuchen sie meine Leiche. Ich frage mich, wer diese Leute sind. Hey, das ist Ray. Der Herr Tischlampe. Und neben ihnen wackelt jemand fröhlich hin und her. Und auch bei dieser Person frage ich mich, wer ist das wirklich? Willkommen zurück. Du warst aber nicht lange weg. Was geht hier vor sich? Die Polizei ist hier, um die Spuren zu untersuchen. Du weißt schon, von deiner Ermordung. Mein Mordfall, was? Wo ist Lynn? Geht es ihr gut? Also kennst du schon ihren Namen? Ich bin beeindruckt. Ja, dieser komische Taubentyp. Da frage ich mich auch, wer das ist. Aber das werden wir hoffentlich noch herausfinden. Und da ist das Telefon kaputt. Es klang, als schwebte sie in unmittelbarer Gefahr. Abgesehen davon, dass ihr wieder ein Auftragsmörder auf den Fersen ist. Dabei musst du dir jetzt keine Sorgen machen. Sie wurde vor ein paar Minuten in Gewahrsam genommen. Gewahrsam? Man hat sie festgenommen, aber warum? Keine Ahnung. Ich bin nur eine Schreibtischlampe. Ich sollte versuchen, es herauszufinden. Trickzeit. Was hat er denn zu sagen? Ein krasser Fall, was? Ja, einer von uns, ein Mörder? Da werden Köpfe rollen. Und sie ist auch noch ein Frischling. Man sagt, sie sei da in einem ganz verrückten Fall dran gewesen. Ach, Frischlinge bekommen doch keine abgefahrenen Fälle. Nicht einmal Frischlinge wie Lynn. Ja, aber ich habe gehört, sie sei sehr speziell. Sie hat wohl einen besonderen Draht zu Inspektor Cabanela von der Sonderkommission. Ah, ich würde ja lieber aus eigener Kraft Karriere machen. Nun, wir Kommissare sollten nicht herumstehen und tratschen. Man weiß nie, wer zuhört. Ich zum Beispiel. Wie ich. Genau, du hast es erfasst. Es macht Spaß, anderen Leuten zuzuhören. Wie ich. Aha, das macht ihn jetzt ein wenig verdächtig, ja? Er sagte etwas, aber ich kann ihn von hier aus nicht verstehen. Ja, dann gehen wir mal näher ran, oder? Schirm, Hütchen, Reifen, nee, Verkehrsschild, oh verdammt. Tür. Ich denke mal, wenn er unsere Leiche untersucht, dürften wir ihn in unserer Leiche verstehen. Ich glaube, wir könnten wohl als Todesursache einen Überschuss an Kugeln in seiner Brust annehmen.
Das könnte möglich sein. Da hättest du eventuell recht bei. Bring die Bahre. Ich sehe mir den Rest im Labor an. Würde es Ihnen etwas ausmachen, noch ein wenig hier zu warten, Doktor? Inspektor Cabanela, der Leiter aus der Sonderkommission, ist auf dem Weg. Sonderkommission? Was haben die mit so einem Fall zu schaffen? Keine Ahnung, aber Cabanela ist unser bester Mann. Wir sollten ihn lieber nicht auf die Palme bringen, sonst ist hier die Hölle los. Cabanela ist auch ein ziemlich cooler Typ. Ah, ich verstehe nicht, was das mit mir zu tun hat. Ich weiß auch nicht, warum Cabanela kommen will. Wahrscheinlich macht es ihm einfach nur Spaß, aber für uns bedeutet es Ärger. Hey, pass auf, wie du hinter seinem Rücken über ihn sprichst. Man weiß nie, wer zuhört. Wie ich. Und der Kerl sagt bestimmt jetzt auch wieder, wie ich. Wie ich. Ja, genau. Oh, da ist er. Inspektor Cabanela auf seinem roten Fahrrad. Oh, der ist so extravagant. Wie er sich die ganze Zeit bewegt, ey. Als ob der eine Choreografie eingeübt hätte. Ah, die Spannung eines Tatorts. Der ist so abgedreht, aber der ist cool. Yeah! Unvergleichlich, Baby! Und er hat ein ziemlich cooles Thema. Also eine ziemlich coole Musik. So gehe ich morgens auch mal die Treppe runter. Also, da ist nichts Besonderes dran. Abend, Jungs. Wie schaut es aus? Inspektor Cabanela, vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Gestatten Sie mir zu berichten. Fein, fein. Vergiss nicht, was du sagen wolltest. Ich muss nur kurz telefonieren. Oh, wenn sogar das Telefonieren zu so einem Akt wird. Das ist also der Leiter der Sonderkommission. Das ist also der Leiter der Sonderkommission. Er scheint außergewöhnlich zu sein. Neue Informationen wurden hinzugefügt. Ja, interessiert mich nicht. Tut's leid. Ich möchte ihn mal belauschen. Das mache ich gerne. Da hört man immer so ganz interessante Sachen. Geh mal rüber hier. Geh mal rüber. Schneller. So. Oh, und mit wem telefonierst du denn? Schieß los. Wie läuft es denn da drüben, Baby? Läuft? Sie fragen, wie es läuft? Sie wollen wissen, wie es läuft? Ich würde sagen, es läuft ganz gut. Gut bis durchschnittlich. Also, ich würde sagen, es läuft ganz okay. Nicht der Mann, mit dem ich sprechen wollte, Baby. Tu mir einen Gefallen und bring den anderen netten Mann ans Rohr, okay? Braver Junge. Wenn es was mit dem Park zu tun hat, dann reden Sie mit mir. Ich bin der Hüter dieses Parks. Boah. Jetzt wird er böse angeguckt. Tut mir leid, Inspektor. Ich bin gerade erst angekommen. Freut mich zu hören. Der andere Typ hat mich ganz schön aus dem Konzept gebracht. Schwafelte etwas von Hüter des Parks oder so. Ja, der... tut mir leid. Fang einfach mit der Überwachung an, ja? Yeah? Baby, wenn was ist, klingel einfach durch. Ja, Chef. Ah, sehr verrückter Kauz, dieser Inspektor Cabanela. Aber er ist cool drauf. Park. Wollen wir da hin oder wollen wir nicht da hin? Ich bin mir noch unsicher. Was wollen wir machen? Also, Inspektor, wenn ich jetzt meinen Bericht... Doug, juhu, uhuhu, Doug. Sprechen Sie mit mir? Ich will, dass Sie diesen Fall mit größter Sorgfalt behandeln. Können Sie das für mich tun, Doug? Sie müssen mir nicht sagen, wie ich meinen Job zu machen habe. Was soll's? Ich will jetzt die Allerverdächtigste sehen, wenn ich das denn dürfte. Lynn, Inspektor, ich habe Sie gebeten, sich freiwillig in Gewahr... Blöh! Ey, lass dich mal leichter vorlesen hier. Das ist nicht meine Schuld, das ist der Schuld des Dialogs, ja? Ich habe Sie gebeten, sich freiwillig in Gewahrsam nehmen zu lassen. Sie wird derzeit im Büro des Schrottplatzvorstehers festgehalten. Büro des Vorstehers? Hervorragend! Und wo ist dieses? Direkt dort, wo Sie Ihr Fahrrad abgestellt haben, Inspektor.
Dann werde ich mal die Verdächtige befragen gehen. Oh yeah, einfach unvergleichlich, Baby. Und da tanzt er hin. Weitergemacht, Jungs. Viel Erfolg, Inspektor. Auf Wiedersehen. Der hat den Pep im Schritt. Eindeutig. Ich weiß nicht, ich bin mir gerade nicht ganz sicher, ob ich ihn als cool empfinden soll oder als einfach nur lächerlich. Puh, dieser Inspektor Cabanela ist schon eine Nummer für sich. Das kannst du laut sagen. Ich habe auch noch nie jemanden so die Treppen steigen sehen. Ah, das habe ich auch noch nicht. Also, bis auf mich natürlich, ne? Man sagt, dass er auch die Karriereleiter so hochtänzelt. Und Lin soll sein absoluter Liebling sein? Was geht zwischen den beiden vor? Tja, das wüsstest du gerne, was? Hey, wo soll ich das wissen? Ey, wo ist der hin? Ich hab den doch gerade noch die Treppe hochgehen hören. Naja, was soll's. Was können wir dem Doktor schon wieder was zu sagen? Okay. Dann wollen wir dem Doktor doch mal zuhören. Nicht Trick. Trick in unserer Leiche bringt ja leider nichts. Ich glaube, wir können mit ziemlicher Sicherheit sagen, dass hier die Mordwaffe ist. Aber Django hatte eine andere Waffe. Oh nein, diese Pistole. Yep, das gleiche Modell, das ihr Kommissare habt. Sie glauben doch nicht, dass es Lynz ist, oder? Das ist nicht gut. Wenn es ihre ist, ist alles vorbei. Also, ist Lynn Kommissarin und die Tatwaffe ist vielleicht ihre Pistole? Was kann das alles bedeuten? Hat Lynn uns also umgebracht? Ich meine, wir kennen sie ja gar nicht. Wir wissen überhaupt nicht, wer sie ist. Und wenn wir ursprünglich mit den komischen grünen Typen irgendwas zu tun hatten und mit denen einen Deal am Laufen hatten, dann ist Lynn uns vielleicht in die Quere gekommen. Wir werden es herausfinden, wenn ich hier weiterkomme. Das tue ich irgendwie nicht. Oh, ich kann ihn versuchen, okay. Jetzt löst sich ein Schuss und ich töte alle. Also, hat diese Waffe mein Leben ausgepustet. Eine Pistole, hm? Ich kann mich nicht wirklich an Pistolen erinnern. Aber ich habe sowas schon einmal gesehen, ganz sicher. Das Teil hier ist... Ich sag doch, es löst sich ein Schuss. Du Idiot, wenn du das Ding abfeuern willst, dann richte es gefälligst auf dich selbst. Ich habe nicht abgefeuert. Ich bin hier das Opfer. Da ist wohl jemand neidisch auf meine Fähigkeiten als Kommissar. Warum fährst du mich so an? Ich bin wohl kaum neidisch auf dich. Na, jetzt weiß ich zumindest, dass die Waffe echt ist. Peng. Moment. Was war das? War es das, was ich denke? Ein Schuss. Und schon wieder das Telefon. Die Ereignisse überschlagen sich hier gerade echt. Ich habe ein schlechtes Gefühl bei der Sache. Immer wenn das Telefon klingelt, bedeutet das schlechte Nachrichten. Und es ist bisher noch keine Person gestorben in diesem Kapitel. Wie bei diesem alten Rätsel. Was kam zuerst? Der Telefonanruf oder das Verbrechen? War das nicht eigentlich das mit dem Huhn und dem Ei? Ja, wenn du das sagst. Dann, same procedure as every year. Wir gehen zum Telefon. Mal wieder. Ah, da bist du. Tu mir einen Gefallen und schick den Doc zum Büro des Vorstehers, ja? Er scheint gerade sehr beschäftigt zu sein, Inspektor. Welcher bist du, der Grüne oder der Blaue? Hä? Ich bin der Grüne, Inspektor. Hör mal, grünes Männchen, bring mir den Doc und zwar eher sofortigst. Oder du brauchst das Schmücke Grün nicht mehr anzuziehen. Jawohl, Sir, ich schicke ihn gleich hoch, Inspektor. Meine Telefonnummer, Büro des Vorstehers. Dann, wenn er den Doktor schon haben möchte, dann gehen wir direkt auch da hoch ins Büro und gucken uns an, was passiert ist. Bitte, Doktor, Sie müssen sofort ins Büro des Vorstehers kommen. Wenn es denn sein muss. Ihr läuft die ganze Zeit mit dem Stethoskop nach vorne. Ah, was hast du noch zu sagen? Was ist los? Frag nicht, aber irgendetwas scheint hier richtig, richtig falsch zu laufen. Dieser Schuss scheint aus der Richtung des Wartungsgebäudes gekommen zu sein.
Wenn es das ist, was ich denke, dann ist das eine ziemlich coole Sache, die jetzt passiert. Also, die wir jetzt sehen werden. Wir möchten in das Büro des Vorstehers. Denn da scheint ja irgendwas passiert zu sein. Oh nein, hat der Einschritt-Voraus-Typ zugeschlagen? Wieder klingt ein Schuss an diesem einsamen Ende der Stadt. Ich fürchte, auf der anderen Seite wartet schon wieder ein neuer Tod auf mich. Scheinbar ist der Sensenmann heute nicht nur hinter mir her. Aber solange ich etwas dagegen tun kann, lasse ich niemanden sterben. Ah, das Kapitel ist damit anscheinend vorbei. Dabei ist noch niemand gestorben. Ah, okay, dann war das mehr so ein kleines Story-Element. Die Ereignisse vertiefen sich und alles verdichtet sich und es wird spannend, ja. Es wird interessant. Es wird noch nicht das, was ich wirklich toll finde. Aber, ihr dürft gespannt sein. Ja, das wird dann wahrscheinlich jetzt ein etwas kürzerer Part, aber hätte ich jetzt noch wieder einen Mord verhindern müssen, dann hätte es wahrscheinlich zu lange gedauert. Wie auch immer, ich halte mich daran, dass ich nur ein Kapitel pro Video mache, deswegen sage ich jetzt, ich speichere natürlich. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!